Wir haben das vorletzte Woche schon mal gemacht. Ich habe wieder Influencer meinen Tag bestimmen lassen, wenn es um das Thema Essen gehen und Essen bestellen. Dementsprechend habe ich drei gute, vertraute Freunde und Freundinnen von mir angefragt. Die legen jetzt direkt los mit der Bestellung. Falls ihr noch dabei seid, lasst gerne ein Abo und lasst ein Like da. Und dann würde ich sagen, let's go mit dem ersten Video und danach bestelle ich mir was Schönes. Okay, der Moritz hat mir geantwortet. Schauen wir mal in die Antwort rein, nicht? Hallo, das habe ich mal auf der Straße geklaut, als ich betrunken war. Ich esse gern zum Frühstück Omelette mit Käse und Tomaten. Also bestell dir das jetzt. Sofort zum Frühstück. Los! Ja, ich suche was raus und dann sehen wir uns sofort wieder. Sekunde. Ich habe was gefunden. Es ist eine Pizzeria. Omelette ist tatsächlich sehr, sehr rar. Wir mussten da auch auf unseren orangenen Lieferservice zurückgreifen. Ich schaue mal aber rein, was es hier als Auswahl gibt. Wir haben erstmal kurz Bewertung natürlich. Leider die schlechteste Pizza ever. Ein Stück Pappe wäre da leckerer gewesen. Ist die allererste Scheiße. Oh boy. Top, die Pizza war etwas knusprig, aber so mag ich sie. Okay, Pizza, Wunschpizza, Partypizza, Spaghetti, Macaroni, Tagliatelle, Tortellini, Gnocchi, Burger. Oh je, das macht mir schon wieder Sorgen jetzt hier. Gerichte aus dem Ofen, Kartoffelauflauf, Fleischgerichte, Schnitzel, Omelette, Risotto, mexikanische Gerichte, Snacks. Eieieiei. Boah, da grüße ja direkt das Gerät ins Haus. Ich kann es ja jetzt nicht selber machen, deswegen gibt es gerade zwei Auswahlmöglichkeiten. Zum einen Con Spinacci oder Prosciutto. Prosciutto ist Schinken. Ich werde mich heute natürlich für den Schinken entscheiden und das dann auch bestellen. Wir sind bei 7,40 Euro. Käse und Tomate ist es nicht. Es tut mir leid, Mo, aber ich finde einfach nichts anderes, wo es ein Omelette gibt tatsächlich in Köln, was Wahnsinn ist. Ei bestell, wir sehen uns sofort wieder. Okay, wir haben es bekommen. Das ist, wie man schon sieht, die 98 auf der Auswahlkarte. Ist immer gut. Restaurants mit 100 Gerichten ist immer toll. Ist das so eine Regel? Weißt du, was ich meine? Mach mal nicht mehr als 20 Sachen. So, dann ist doch okay. Schlecht sieht es jetzt aber nicht aus, muss ich auch sagen, oder? Also Volldrama ist es auf gar keinen Fall. Ist halt schön in Alu. Ich mach mal hier den. Es sieht so umgeklappt aus. Ist da noch Käse drin? Das wäre jetzt natürlich der Kracher. Nee, schade. Ich nehme mir mal hier so ein schönes viereckiges Schinkenstückchen raus, wie Schinken in der Natur auch wächst. Voll normal. Und ein heftiges Gains-Frühstück. Das heißt, irgendwann bin ich auch mal so schlank und rank wie Mo und hab hoffentlich meine Hände tätowiert. Dann bin ich nämlich cool. Okay, ich gebe eine 3 von 5. Was gibt's denn zum Mittagessen? Revi hat mir jetzt geantwortet fürs Mittagessen. Mann, da freue ich mich aber. Servus Freddy, was geht? Ich würde dir ganz dringend ans Herz legen, dass du dir auf jeden Fall was Koreanisches bestellst. Kimchi oder sowas. Sowas richtig schön scharfes, Digga, ja. Was wirklich auch doppelt und dreifach das Ohrschloch nach hinten wegbrennt. Und ja, das würde ich sagen, ist dein Mittagessen heute. Peace out. Er hat so gemacht. Peace out. Hab dich lieb. Guck ich doch direkt mal rein und dann würde ich sagen, gehen wir mal in den Bestellvorgang. Ich habe was Schönes rausgesucht. Wir haben hier einen Koreaner, der hat 174 Bewertungen, 4,3 von 5 Sternen, which is good. Ich schaue mal kurz in 1, 2 rein. Essen okay, aber Lieferzeit viel zu lang. Immer top, Dankeschön. Das hier ist einer der Lieblingskoreaner von den meisten Leuten, die ich in Köln kenne tatsächlich. Deswegen Lieferung manchmal etwas langsam, wenn man zu ungünstigen Zeiten bestellt. Ansonsten ist Essen 10 von 10. Revi hat vermerkt, koreanisch und scharf. Irgendwas mit Kimchi. Machen wir natürlich. Kimchi erstmal schön mit rein. 4,50 Euro sehen wir da. Hausgemacht und vegan sogar. Dann was gibt es denn noch, wenn es scharf ist? Scharfes Schweinefleisch gäbe es da. Ramen. Scharfe Nudelsuppe mit Gemüse und drei Beilagen. Werden mal bestellen, steht scharf bei. Und sonst noch was? Kimchi haben wir ja schon als sozusagen neben Dessert. Ja, dann fehlt ja eigentlich nur noch eine Chili-Paste, ne? Dann haben wir eigentlich alles drin. 15,99 ist das. Würde ich mal bestellen und mir dann richtig schön einen reinchillen. Dankeschön, Sebastian. Das wird sehr lecker. Piu! Es ist angekommen, Leute. Guckt euch das mal an. Wir haben die scharfe Paste, wir haben unsere drei Beilagen, ich denke mal für die Suppe, also für die Ramen und Kimchi, die mir richtig in Arsch schurlern werden. Dann machen wir es doch mal lecker scharf. Dankeschön. Das wird mich jetzt nochmal durchspülen. Oh, der scheppert. Oh, der scharf. Mhm. Ich hatte schon besseren Kimchi. Ich erinnere mich an Düsseldorf. Jetzt probieren wir mal diese scharfe Soße dazu. Machen wir mal Kimchi plus extra scharfe Soße, wie der Mann das wollte. Das ist gut scharf, ja. Ich bin ja Tabasco-Fan, deswegen komme ich immer mit so einem Schärfegrad gut klar, aber für einen normalen... Oh, sieht das schon ganz gut nach. Also okay, lassen wir mal kurz meine Vorspeise hier und gucken wir mal, Sprossen und sowas. Hier ist auch noch Pak Choi und diese, ich weiß leider nicht mehr, wie es heißt. Ihr werdet es mir bestimmt in den Kommentaren erklären. Das ist hier am Start, heißt aber diese wunderbare Suppe. Ja, da ist ja schon Zeug drin, warum ist denn hier noch mehr bei? Aber die ist ja auch scharf. Ich habe da noch nie Ramen bestellt bei einem Koreaner. Alter. Das riecht so wie Instant Ramen. Übelst die Beleidigung, Alter. Bestimmt stundenlang eingekocht oder so, die Suppe. Let's try. Das schmeckt echt
ein bisschen wie Instant-Ramen. Also wirklich von der Suppe her, schmeckt wirklich so wie Instant-Ramen. Oh mein Gott, ich finde das, glaube ich, voll die Beleidigung, aber ich meine das überhaupt nicht so. Aber es schmeckt wirklich so. Hier ist sogar noch so Pulver. Ich glaube, da ist einfach so Chiliöl drüber als Schärfe. Also vielleicht kommt es dadurch, dass ich das gerade gegessen habe. Das ist wirklich null scharf. Wirklich null scharf. Ich würde sagen, Auftrag erfüllt. Wenigstens schön was reingegönnt. Den Kimchi-Auftrag ist erfüllt worden. Insgesamt, nachdem ich die Nudeln gegessen habe, bewerte ich. 3,555. Aber steig mal ein im Abendessen. Ich schwöre, das sind fertig Ramen. Effekte über Effekte, ey. Wir sind beim Abendessen angekommen. Das vorhin war ja so, geht so. Ich würde jetzt mal reinschauen bei Kelly, die ich heute über mein Abendessen habe entscheiden lassen. Die hat mir gerade 3 Videos geschickt und das letzte, das sieht so aus, als wäre sie Paragliden gewesen, weil sie hat auch geschrieben, sorry, ich war zwischendrin noch Paragliden, hab's ein bisschen verschwitzt. Ich guck mal ins erste Video. Hallo? Danke, Kelly. Das war's davon. Läuft es überhaupt? Ah ja, ich sehe nichts. Läuft es? Ja, muss drauf. Also, ich bin hier auf der Alm unterwegs, wie du siehst. Es sieht sehr idyllisch aus. Und ich wünsche mir, dass du heute isst. So Korean Stuff. Also auf jeden Fall dieses Korean Chicken, Bulgogi vielleicht sogar mit Käse überbacken. Kimchi rein, wenn es gibt, Kimchi-Pfannkuchen rein da. Da hatte ich jetzt auch Bock drauf. Und dann jetzt noch das Letzte. Alles klar. Ich würde mal sagen, stay tuned auf jeden Fall auf dem Channel von Kelly. Ich glaube, da gibt es bald ein großes Comeback. Nichtsdestotrotz, vielen Dank. Ich gucke mir natürlich was raus und dann wird jetzt erstmal fleißig und saftig sich schön einer reinbestellt. Und nochmal koreanisch. Ich weiß gar nicht, was ihr damit habt. Let's bestellen. Ich habe ich heute Mittag geschnipst und dann... Du hast nicht geschnipst. Du hast nicht wieder zurückgeschnipst. Mach ich genau nochmal so. Ich habe was gefunden und zwar Ghost Kitchen Korean Style. 4 von 5 Sterne, 70 Bewertungen nur. Gucken wir mal. Kann an extremen Lieferzeiten liegen, aber das Essen war kalt und geschmacksarm. Extrem geschmacksarm in der Zeit von Corona zu schreiben, würde mir eher Sorgen machen bei dem Kollegen, der so eine Bewertung schreibt. Aber naja. Super Essen, hervorragend, aber Lieferung überlang. Kein wärmespeichernde Verpackung, schwarze Styroporkiste, sondern nur in der Plastiktüte. Okay, also es ist viel Lieferprobleme, Essen, aber eigentlich ganz gut bewertet. Und Kelly hat ja gesagt, ich soll mir richtig gönnen. Deswegen haue ich jetzt richtig rein. Wir gehen mal kurz durch und danach stelle ich mir mal was zusammen. Ich lese dann durch, glaube ich. Ich mache mal einen richtigen Rundumschlag. Also hier gibt es beliebte Gerichte, Vorspeisen, Edamame, mit Kimchi zum Beispiel gibt es hier auch, Bohnensprossen, blanchierter Spinat mit Sesamdressing, auch geil, Alter. Bap, einfach nur warmer Reis, finde ich mega gut. Braucht man immer mehr Reis bei asiatischen Läden, immer mehr Reis, ganz wichtig. Bulgogi Klassik hört sich auch perfekt an eigentlich, weil da kann man sich mal richtig was gönnen. Und ich glaube, sie hat ja sogar gesagt, Bulgogi, wenn es geht, sogar noch mit Käse. Koreanische Chicken Wings, auch hat sie gesagt, soll mir so Hähnchenzeug gönnen. Werde ich mir auch scheppern. Mandus, so Teigtaschen, muss sein. Ist einfach wichtig. Kimbap, koreanische Reisrollen mit Ingwer, Möhren, Spinat und Kimchi. Alter Vater. Fried Kimbap, das sind Reisrollen, die noch frittiert sind dabei. Soßen sind noch am Start und danach geht es schon in die Getränke. Ich muss mal ganz kurz grübeln und dann stelle ich euch vor, was ich mir hier schöne reinbestellen werde. Okay, wir machen es so. Ein Bulgogi Classic, weil das hat Kelly gesagt. Die Mandu, wie es sich gehört, mit Sweet Chili Mayonnaise, weil das ist immer bei asiatischen Restaurants übel geil. Edamame, muss sein. Dieses Mal aber auch mit Kimchi, damit es scheppert. Dann haben wir auch das Kimchi drin. Extra Reis, dann Yeongyeong Fried Kimbap. Natürlich, muss auch sein. Alles riesiges, riesiges Zeug. Soja-Sesam-Dressing und dann nochmal separat ein bisschen Schüssel so dazu. Wir gucken einfach mal gleich, wie es aussieht. Es wird übel viel Zeug sein. Ich habe zum Glück Leute, die noch mitessen. Ich finanziere das Abendessen wieder. Beste. Und dann würde ich sagen, let's go, bestellen und dann richtig einen reinfressen mit dem koreanischen Genuss. Danke, Kelly. Es ist alles da. Das ist übel crazy. Guckt euch das mal an. Wir haben hier die Mandu. Wir haben hier unsere Kimchi-Edamame. Wir haben hier, Alter, extra Reis mit Sesam drin. Und wenn ich hier das Ding loslasse, dann knallt das auch noch komplett da rein. Jetzt einmal kurz hier nochmal wieder zu. Oh, Scheiße. Wir haben, alter fucking Verwalt. Ist das ein ganzes Huhn? Nee. Yo, Alter, what the fuck. Wir haben einzelne Dips. Wir haben frittierte Rolle, wir haben hier das Bulgogi. Alter Kelly, ich habe mich richtig reingewöhnt. Womit fangen wir an? Mit dem Chicken, oder? Vorspeise, vollkommen richtig, würde ich auch sagen. Gucken wir mal, das sieht wirklich insane aus. Let's bite. Spicy Chicken.
Okay, mhm. Ich verstehe, was der Kollege meinte mit nicht so ganz geschmackvoll. Am Anfang war es sehr scharf und danach kam nicht mehr so ultra viel. Maybe Kof, ne? Ich hau mal hier mir so ein Mango rein, das sind ja frittierte Teigtaschen einfach nur. Mit Hack drin, das ist flavorvoll. Da ist die Kruste geil, das Chicken an sich ist aber wenig gewürzt. Ist aber nicht schlimm, weil ich habe ja noch Dips. Hier ist meine Chili Mayo zum Beispiel. Boah, fühle unsere Edamame mit Kimchi. Einmal hier. Wir hatten ja heute Mittag schon mal Kimchi. Gucken wir mal. Das jetzt in einem. Das sieht zumindest eigentlich ganz geil aus so. Einfach gar nicht mehr scharf. Crazy. Und auch wenig Salz so. Normalerweise sind die ja immer in dieser Kruste, ne? Also in der Haut. Genau, die ist von außen gesalzen. Und das hat man jetzt natürlich dann gar nicht. Aber trotzdem sehr, sehr lecker. Dann gehen wir hier noch rein in die Rollen. Boah, Alter, guck dir das mal an. Ich weiß gar nicht mehr, was wir da drin hatten. War einfach so frittierte Sushi-Rollen. Da ist Spinat drin. Ingwer. Lecker aber. Und das hier ist tatsächlich was, das habe ich, glaube ich, da in dem Restaurant noch nie bestellt, habe mir das aber so schon ein paar Mal bestellt, diese Bulgogi-Sachen. Das ist einfach nur so pappiger Reis mit Rindfleisch und ein bisschen Zeug noch drum und dran. Ich esse es bestimmt vollkommen falsch. Bin mir da sehr, sehr sicher und sehr bewusst. Aber trotzdem probieren wir mal. Wir haben hier noch so eine Soße dabei. Das ist so eine Soja-Sesam-Soße mit ein bisschen Chili drin. Also wirklich absoluter Traum eigentlich immer. Das ist schon der Kicker am Ende raus. Leute. Koreanisches Essen, einfach fucking Traum. Es ist so immer und immer wieder übel nice. Dips geil. Ich gebe eine 4 von 5. Ich finde es übel nice. Das hat mir übel Spaß gemacht. Hat es euch Spaß gemacht? Dann sehen wir uns beim nächsten Mal auf jeden Fall wieder. Schaut bei den anderen vorbei, die mir hier heute so Tatkräftchen bestellen geholfen haben. Jetzt wird doch irgendwas wieder scharf, meine Güte. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Lasst ein Like, lasst ein Abo da. Tschüss. Das Video ist vorbei. Ist aber nicht schlimm. Like mein Scheiß und lass ein Abo da. Guck mehr Videos, guck mehr Videos. Mir fällt nichts mehr ein. Tschüss.